Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich grüße euch zu dem zweiten Part mit diesem R500 LKW und dem, ja, gigamäßig langen Trailer. Also zwei richtig normale Trailer. Ihr könnt ja mal überlegen, wie viel Meter das sein könnten. Ich glaube, normal sind 25,25. Da hat man, ja, habe ich doch nicht recht, oder was? Wurde gleich ausgelacht. Oder, ja, das müssten auf jeden Fall fast 30 Meter sein, würde ich jetzt fast meinen. Gut, wir haben ja schon den ersten Part absolviert und jetzt werden die letzten 200 Kilometer hier noch gefahren. Ich würde sagen, wir würden so lang fahren, dann ist es ein bisschen länger und wir haben wieder ein bisschen mehr abgefahren. Wir wollen ja irgendwann mal auf 60% der ProMods 2.20 wollen wir ja irgendwann mal haben. So. So, jetzt aber Attacke. Na ja, toll. Kommen wir wieder nicht runter hier. Naja, das dauert wieder ein bisschen. So, toll, festgefahren. Wir schaffen's. Der hat jetzt die Schnauze voll, wa? Na, wir schaffen es aber. Ah. Okay, na, lässt mich rein, wa? Ja. Da wird man gleich ausgelacht hier. Naja, gleich haben wir's. Ja, machen wir mal Warnblinkanlage an, dann werden sie mich irgendwann mal hier stehen, denke ich mal. Ja, ADAC, scheiße. Das hilft mir nicht. Was ist denn mit den Leuten los hier? Die machen ja gar. Die interessiert's gar nicht. Doch, hier, der hält an. Wir haben es gleich. Jetzt. Mit selber schalten wären wir vielleicht besser gewesen. Wir müssen jetzt ein bisschen Schubpakete geben, weil unser Typ wird langsam müde. Also werden wir wahrscheinlich irgendwo in der Nacht ankommen. Das Problem ist ja mit dem LKW, also ich kann hier nicht irgendwie schlafen, ob ich nun Anhänger an oder dran habe oder nicht. Achso. Der will irgendwie nicht pennen. Naja, sei es drum. Wir müssen jetzt richtig Gas geben hier. Boah, die hinter mir machen ja schon richtig Druck hier. Die sind jetzt übelst genervt, dass ich vor dem fahre. 80 dürfen wir nur. Okay. Naja, wir werden das schon schaffen.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Video jetzt am gleichen Tag oder erst einen Tag später gemacht habe, aber ich weiß es nicht. Das sieht schon cool aus, ne? Hier mit den Sonneneinstrahlungen hier, das ist schon alles echt klasse. Ich muss da immer ein paar Bildchen machen, weil ja, mir gefällt das. Müsste ich wahrscheinlich noch öfters hier irgendwie auf Steam mal posten. Was sagt ihr dazu? Dann könntet ihr euch schon so kleine Gedanken machen. Oh, was kommt denn als nächstes? Ich bin aber jetzt nicht so bei Facebook und so ein Rotz. Das gibt es für mich nicht so wirklich. Also ich tue da nur meine Videos machen. Aber mehr auch nicht. So, müde wird er. Eieieiei. Wie mit dem Gigaliner auf jeden Fall sollte man die Lenk- und Ruhezeiten definitiv. Ich muss immer natürlich nach außen schalten, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Die Karte. Nee, die Karte will ich nicht. Aber wir sehen das, was wir bald geschafft haben. So. Weiter geht's. Oh, wirklich schöner Truck. Der gefällt mir. R500. Ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Auch wenn alle auf den S warten, man kann auch mal so in LKW fahren. Ah, oh, ist er müde. Was sagt der überhaupt? Wann dürfen wir. Wann müssen wir ankommen? Nächste Pause in einer Stunde, Restzeit sowieso. Eine Stunde sowieso. Zwei Stunden fahren wir. Wir haben eine Stunde drüber. Ah. Egal, wir halten durch bis morgen früh und singen Bumsweilerer. Kann sie ein bisschen zusammenreißen. Soll dann Kaffee trinken? Ich hatte eine Kaffeemaschine. Hier. Bloß, die hat keiner in Betrieb genommen. Ich habe auch keinen Kaffee hier. Sehe ich gerade oder merke ich gerade. Verdammt. Also, ich nehme das hier am Montag früh auf. Ne? Also, nee, Montag kurz vor Mittag ist es, ja. Für diejenigen, die sich fragen, wann ich hier manchmal Videos mache. Ja, manchmal sind die schon ein bisschen lange vorgearbeitet, ne? Da weiß ich manchmal gar nicht, wenn ich das eine oder andere rausbringe. Vielleicht habe ich es ja am gleichen Tag gemacht, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. So, jetzt müssen wir jetzt irgendwann mal rechts abfahren. Richtung Pori oder wie das heißt, das Nest. Na, da vorne sehen wir es ja schon. Ja, 100 Kilometer noch, es läuft. Läuft super. Ein bisschen Konzentration hier. So. Das war ja ein Kreisverkehr. Ja, komm ordentlich rum. Ah, was ist da hinten jetzt davon? Komisches Kreuz. Aha, so Autobahnkreuz. Pori. Aha.
bestimmt schon ordentlich Sprit verbraucht, ne? Ich muss mal schauen, was sehe ich denn hier alles? Schaffen wir schon alles. Na ja, gut, bin ich ja schon ein bisschen auf die Straße rauf. Sie werden müde, ja. Was für ein Wunder. Oh. Das hört sich an, ne? Ich wollte jetzt in dem Moment nicht reinquatschen. Gut. 71 Kilometer noch. Das muss der Bengel jetzt noch durchhalten. Und ich gehe davon aus, dass ich dann wieder, bevor ich ankomme, wir eine Strafe kriegen wegen Überschreiten der Lenk- und Ruhezeiten. Naja, dann ist das so, ne? Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Ich sehe es auch. Eieieiei. Wir machen mal 85, dass wir jetzt noch irgendwie ankommen. Wie spät haben wir es denn? 22 Uhr. Uiuiui. Ja, es wird so langsam dunkel, ne? Na, hier ist ja immer nur Sommerzeit, ne? Warte mal, jetzt kommt da eine Kurve. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, ja, läuft doch. Geht. Der liegt gut auf der Straße, auch mit über 40 Tonnen, zwei riesen Trailern hinten dran oder zwei normale Trailer, aber trotzdem irgendwie riesig. So, warte mal, hier ist doch wieder langsamer, ihr sagt, ne? Hier ist doch so ein kleines Nest. So, 22 Kilometer noch. Steht 32. Da sind wir in Pori drin. Ich weiß gar nicht, ob wir genau in die Stadt rein müssen oder ob wir davor irgendwo schon entladen dürfen. Schauen wir mal. Na, wir müssen rein. Oh Mann, ist es dunkel geworden. Rollen. So. Jetzt mal schauen. Ich glaube, hier vorne ist gleich die Entladestation. Genau. Meine Werkstatt ist hier. Wir haben noch keine Strafe gekriegt. Hier ist die Entladestation, da haben wir es ja geschafft. So, bam, bam. Hui, ausgezeichnet. Na supi. Hätte ich nicht gedacht.
Naja. So. Motor aus. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn es mal zwei Parts sind, aber ja, das ist dann doch ein bisschen zu lang, wenn man über eine halbe Stunde dann ein Part aufnimmt hintereinander. Gerade auch mit dem Hochladen. Aber wir haben es geschafft. Ein bisschen festgefahren haben wir uns. Und ja, vielleicht werden wir diesen LKW irgendwann mal wiedersehen. Ich mache jetzt aber erstmal einen Fisch. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.